Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Survive the Nights. Hier ist wieder unser Server. Kein Spieler ist im Spiel. Und es ist auch schon wieder eine Woche vergangen. Von daher werde ich jetzt mal schauen, ob die Base noch steht. Und ich habe mir überlegt, dass diese wahrscheinlich erstmal die letzte Folge sein wird. Okay. Wo bin ich? Ach so, das ist ja meine Base. Ich habe mich hier oben ausgeloggt. Ich dachte gerade, der Server wurde wieder resettet. So, hier sieht das doch schon mal ganz gut aus. Hier war auf jeden Fall noch keiner drin. So, was wollte ich gerade ansprechen? Ich habe mir überlegt, das ist mir alles gerade ein bisschen zu stressig. Weil jede Nacht haben wir hier eine Horde, ne? Man hat irgendwie kaum Zeit. Guck mal, die Base steht noch. Das ist doch echt super. Ist hier irgendwas drin? Ach ne, ich brauche ein Bärenbündel. Und zwar ist es ja so, dass man kaum Zeit hat, irgendwie zu bauen, weil man entweder am Farm ist und abends ist man am Horde verteidigen, ne? Also man kann ja nicht mal abends irgendwie hier an der Base weiterbauen oder so, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich viel cooler, wenn man da mit mehreren Leuten mal irgendwie was gemeinsam starten könnte. Oder wenn irgendjemand hier auf irgendeinem Server spielt, dass man sich da irgendwie zusammentut, ne? Dann würde das schon mehr Reiz haben, als hier alleine zu versuchen, sich durchzukämpfen. Ich meine, hier sind ja jetzt auch kaum Spieler auf dem Server, aber wenn hier jetzt noch Spieler auf dem Server wären, dann wäre ich ja richtig aufgeschmissen, ne? Mir geht es ja auch eigentlich in erster Linie, guck mal, jetzt habe ich hier Red Berries, in erster Linie darum herauszufinden, was das Spiel alles noch so bietet. So, und daher würde ich mich echt gern viel mehr mit dem Crafting auseinandersetzen wollen, aber man hat kaum Zeit dafür. Start. Animal Traps will come near while players are close. Aha. Also ich muss mich jetzt hiervon entfernen. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, wenn das Ding jetzt in der Garage steht, ne? Aber da stand ja, es wird nicht funktionieren, wenn Spieler in der Nähe sind. Von daher denke ich jetzt nicht, dass da tatsächlich ein Hase reinläuft, sondern dass da... guck mal, hier ist schon wieder ein Propantank. Dass da anscheinend automatisch ein Tier drin gefangen wird, wenn man sich davon fernhält, egal ob innerhalb eines Hauses oder außerhalb, ne? Ja, muss man halt einfach mal ausprobieren. Oh nein. Guck mal, Evening, jetzt wird schon wieder dunkel. Ich habe kein Bock auf die Horde, ne? Oder man müsste die Horde einfach aussetzen. Ist da hinten Wasser? Das ist ja eigentlich auch doof, ne? Wenn ich jetzt hier die Hälfte der Folge einfach nur die Horde aussetze. Ja, das ist das Ding, ne? Also vielleicht werde ich da nochmal gucken, dass ich da vielleicht... Ich habe ja einen Kommentar gekriegt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem das war. Aber da hat jemand geschrieben, der wird auf dem Localhost-Server die Tageszeit verändern. Ne, das wäre wahrscheinlich nochmal eine Möglichkeit. Ne, dann hat man zwar leider keine Chance irgendwie, dass mal jemand dazu stoßen kann oder so, oder wenn ich jetzt auf dem lokalen Server spiele. Guck mal, jetzt sehe ich schon fast gar nichts mehr. Welche war denn die Taste für die Lampe? K, V. V. V ist die Taste. Guck mal, hier ist ja Wasser und soweit ich weiß, können die Zombies nicht
ins Wasser. Ich werde hier jetzt mal ein Lagerfeuer herstellen, damit wir hier auch ein bisschen was sehen. Weiß nicht, wie viel Holz ich jetzt dabei habe. 4. Kann man hier nochmal ein bisschen Holz zusammensammeln? Ja, ein bisschen. Ne? Da hinten noch was. Ah, guck mal, da kriegen wir doch was zusammen. Um uns die Nacht gemütlich zu machen. Ja, ist natürlich doof, ne? Also, wenn man jetzt so wenig sieht. So. Jetzt ist Evening. Night. Ah, wir haben schon Nacht, aber anscheinend ist auch jetzt gerade kein Anzeichen von einer Horde, ne? Propantank platzieren. So. Oh, was jetzt passiert? Propantank. Ah, jetzt kommt doch die Horde. So, dann stelle ich das mal dahin. Axt, Schrotflinte, Clinchester. So, ist das der Propantank? Ja. Haben wir jetzt mal ein kleines Feuerwerk hier. Boom. Na, guck mal, Leben regenerieren am Lagerfeuer. Kompass craften. Soll ich nochmal versuchen? Warte mal, M, open the map. So, und jetzt Kompass herstellen. So, guck mal, und jetzt steht er schon wieder da. Das ist so nervig. P für Guide. Interact with the fire to open the its UI. Hold Shift and use them. Ja, das habe ich doch alles schon gemacht. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ob die Zombies vom Wasser wegbleiben. Ja. Aber ich habe jetzt auch keine Möglichkeit, meine Waffe zu ziehen, ne? Doch jetzt. Ich kann sie nicht mal killen von hier aus. Ah, jetzt. Ja, guck mal, das ist halt jetzt eine ziemlich lame Methode, ne? Ah, da sind schon die nächsten gekommen, aber die sind direkt verschwunden. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich außer Reichweite bin, ne? Ah. Und da wird sehr wahrscheinlich dann Failed Horde passieren, ne? Ah. Ja, da haben sie sich was einfallen lassen. Ist ja auch richtig so, ne? Das Spiel ist natürlich da jetzt darauf ausgelegt, dass man hier die Horde macht. Ich habe halt absolut keinen Bock drauf, ne? Horde exploiting. Horde won't progress while standing out of reach. Ja, siehst du, das ist auch mal eine Erfahrung, die man macht, ne? So. Ist ja auch egal. Ich will jetzt hier mal gucken, was es noch so gibt, ne? Barrikaden. Bei den Barrikaden, ne, die sind auch extrem schwer herzustellen und die werden auch extrem schnell wieder zerstört.
So, warum soll man sich jetzt tagelang die Mühe machen und die Fenster zu barrikadieren? Wenn man da permanent dabei stehen muss und die Zombies da wegballern muss, ne? Ich meine, gibt ja auch noch andere Spiele, wo die Horde alle 7 Tage kommt. Na, ihr wisst, welches Spiel ich meine, wahrscheinlich. Da hat man dann 7 Tage lang Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und hier ist es halt einfach täglich. Ne? Das ist einfach zu viel, meiner Meinung nach. Ne? Kleine Werkbank kann man sich bauen, aber eine große Werkbank kann man sich nicht bauen, ne? Brett, Holz, Nägel. Drucklufthorn, Stolperdraht. Kann überall platziert werden. Ja, was soll das heißen? Wenn ein Zombie dagegen, gegen den Stolperdraht läuft, dann fängt es an zu tuten, ne? Lockt das dann, das Geräusch, auch die Zombies dann an? Oder weiß man dann einfach nur, es sind Zombies in der Nähe, ne? Wäre natürlich cool, wenn das die anlockt, dass sie da so einen Haufen bilden und von dir fernbleiben, ne? Müsste man halt mal ausprobieren, ne? Stacheldraht, Haufen, Bärenfalle. Bärenfalle ist, glaube ich, eher was für Spieler. Weil Bären gibt es hier ja gar nicht. Glaube ich zumindest. Ich glaube, mir ist noch keiner begegnet. Waffenreinigungskit, Zange, Drahtspule. Eine Drahtspule kann man ganz normal aus Altmetall herstellen. Also ist eigentlich auch sehr leicht herstellbar, dass man sich die Waffen reparieren kann. Und da hätte ich halt auch mal Lust drauf, mir so einen Vorrat davon herzucraften. Selbst hergestelltes Zahlenschloss, ja, das ist genauso wie so ein Schlosskit, nur dass es eine geringere Haltbarkeit hat. Kanister, ja, das konnte man früher auch nicht herstellen. Das ist echt cool. Weil früher musste man ewig nach einem Kanister suchen. Ja, aber das weiß man ja auch durch diese Starter-Quest, weil da muss man auch einen Kanister herstellen. Kochtopf, Schlosskit, achso, ja, da braucht man ja das Kombinationsschloss und das kann man ja nur finden. Baseballschläger mit Nägel ist natürlich sehr cool. Feldflaschenenergie. Knallfrosch Stolperdraht. Was soll das denn bedeuten? Ah, warte mal. Holz, Drahtspule. Nee. Es gibt doch auch dieses Feuerwerkskörper-Ding. Würde mich mal interessieren, was man damit machen kann. Metallrohr. Ah, da kann man doch herstellen. Das ist Altmetall. Wir springen immer wieder nach oben. Und damit kann man ja dann... Ach nee, verstärkte Stange kann man nicht herstellen. Okay. Schlafsack. Blech. Propanfeuerfalle. Bügelsäge, habe ich auch noch keine gefunden. Propantank, Gummischlauch, Winkeleisen, ey, das sind echt... Guck mal, diese Dinger kann man nicht herstellen. Habe ich aber auch noch... Also Winkeleisen und Gummischlauch habe ich noch nie gefunden. Aber ob diese Feuerfalle dann auch was bringt, ne? Ich meine, die Zombies werden zwar auch durchs Lagerfeuer angezündet. Ich habe mir sagen lassen, dass ab 1.16 die Zombies das Feuer austreten können. Ne? Also das, was ich bisher immer gemacht habe, dass die Zombies da übers Feuer laufen und dann angezündet werden, haben sie wohl auch rausgepatcht. Metallplanke, Muttern, Nagelbombenstolperdraht. Aha, Feuerwerkskörper, ne? Siehst du, leere Dose, hat die auch mal einen Sinn. Nägel, Drahtspule, Holz. Nagelbomben, Stolperdraht. Das ist natürlich auch interessant, ne? Aber dann, guck mal, dann bist du ewig am Bomben bauen. Und während der Horde sterben dann zwar die ganzen Zombies durch deine Fallen, aber die Fallen sind ja dann wahrscheinlich auch kaputt, nachdem sie entzündet wurden, ne?
Und dann kannst du am nächsten Tag wieder das Gleiche machen. Ich habe ja irgendwie immer im Hinterkopf, ich will ja weiterkommen. Meine Base ausbauen, größer werden, ne? Nacht ist jetzt auch gleich rum. Dann wird da wahrscheinlich Failed Horde stehen. Kompass. Achso, kann ich jetzt nicht, weil ich hier mitten im Wasser stehe. Ups. Geht das eigentlich immer noch? Dass man Dinge auf dem Wasser platzieren kann? Nee, geht nicht mehr. Overall health increased. Horde, failed Horde. Ich habe 3 Stunden, um meine Gesundheit zu erhöhen. Ja, gut. So, dann machen wir das Feuer mal wieder aus. Warte mal, wie kriege ich mein Holz wieder raus? Kriege ich das gar nicht mehr raus? Doch, jetzt. Aha, das muss ja erstmal abkühlen. Gut, das ist natürlich wieder cool, ne? Ich finde das Spiel auch richtig cool. Ja, also, das Spiel bietet echt viel. Das Einzige ist halt, dass man echt nicht viel Zeit dafür hat, ne? Ja, jagen gehen, sich einen Vorrat an Fleisch anschaffen, alle Fenster zunageln, farmen gehen. Ja, an sich wird mir das schon reichen, wenn das so wie bei The Walking Dead wäre. Da ist es ja auch nicht so, dass jede Nacht Zombie-Horden kommen, sondern dass es Herden gibt, die durch die Welt ziehen. So, ne? Oder die Herden sind halt mal in der gesamten Stadt verteilt oder so, ne? Und das wäre natürlich auch spannend, wenn man dann so eine Herde vor sich her ziehen lassen könnte, die jetzt nicht unbedingt alle am Rennen sind oder so. Also wie der hier zum Beispiel, ne? Scrap Metal. So, gehen wir mal looten hier. Ja, ich muss mal gucken, was es da so für Einstellungen gibt. Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Server, die ein paar andere Regeln haben, ne? No Horde. PvE vielleicht. Ich meine, PvE muss meiner Meinung nach nicht mal sein. Aber ich hätte da schon lieber etwas, wo man mit Spielern kommuniziert. Und vielleicht auch nur dann schießt, wenn man sich mit dieser anderen Gruppe versteht oder so, ne? Das
das wäre so ein bisschen eher meins. Ich habe ja damals sehr viel Just Survive gespielt. Oh, jetzt bin ich voll. Just Survive war richtig cool. Da hat man dann auch übers Radio gesagt so, yo, wer ist gerade in der Hauptstadt? Und dann hat einer geantwortet, bla bla. Zum Beispiel die Leute vom Damm. Und du wusstest, du bist gut mit den Leuten vom Damm. Und dann hast du Bescheid gesagt, ich komme jetzt auch ein bisschen looten. Also nicht schießen. Na, klar gab es dann auch in der Hauptstadt andere Spieler, mit denen man nicht so gut besonnen war. Aber dann hat man das mal eben kommuniziert und dann haben die Leute vom Damm, mit denen man ja verbündet war, einen unterstützt zum Beispiel. Ne? Sehr, sehr schade, dass das nicht mehr gibt. Warning. Improve critical stats. Ja. Oh, da ist nochmal Munition. Feuerzeug. Also E platzieren, ne? Ich kann das noch nicht mal so in der Hand halten, wenn ich voll bin. Das ist ein Auto. Hier, Garage. Hier, eine Garage komplett ohne Türen. Wenn man sich hier drin versteckt nachts, dann ist das quasi auch wie, als würde man die Horde aussetzen, ne? Wollen wir es mal ausprobieren? Hier. Komm mal mit. Okay, die brauchen jetzt eine Weile. Keiner da, der rennen kann? Ah, ein bisschen. Oh. Gleich gekillt. Hat er schon mal ein bisschen schneller. Schau mal, wie der reagiert, wenn ich jetzt die Tür zumache. Kann er die Garage doch öffnen? Nee, ne? Aber der reagiert jetzt auch nicht so, als wäre ich außer Reichweite, ne? Das ist auf jeden Fall interessant. Aber hier drin kann man dann auch nicht gucken, dass man in der Base weiterbaut oder so, ne? Weil hier ist ja nichts drin. Weder was, wo man Loot abladen kann, noch... Naja, theoretisch könnte man sich hier seine zwei Autos reinstellen und in die Autos kann man ja Loot packen, ne? Aber man muss ja auch die Zombies dann killen in der Horde, ne? Und da ist dann wieder ein Problem, weil man nicht irgendwie hier rauskommt. Benzin nehme ich mit. S
So, dann gehen wir jetzt mal wieder hier in den Laden rein. Wo ist meine Clinchester? Da. Zack. Dreimal Fox Meat. Wo war die Schrotflinte? Da. Hier, Locket. Locket. Hier ist dieses Lufthorn. Maschine, gut, ich bin jetzt voll, ne? Wollen wir mal gucken, ob meine Tankstelle noch abgeschlossen ist? Oder ob die mittlerweile aufgebrochen wurde? Ich hatte die ja abgeschlossen. Ah, hier ist sie noch zu. Generator ist auch noch da. Alles noch drin. Also hier ist keiner gewesen, ne? Guck mal. Alles mein Loot hier. Das ist natürlich geil, ne? Holz, Gießkanne, Schraubenzieher, Altmetall, Schlosskit, Feuerzeug. Ich pack das hier mal rein. Fuchsfleisch. So. Und dann interagiere ich mal mit dem Schloss. Also das hatte ich jetzt nicht vor. Und zwar machen wir jetzt mal, falls das einer liest, 2, 2, 2, ne, warte mal. Reset. Achso, remove. Zack, reset. Enter correct code. Lock snapped shut. Ne, reset. Remove. Reset before removing. Enter correct code. Ach so. Warte mal, wie war denn der korrekte Code? 6636. So. Auf. Lock reset. Und jetzt mache ich 2222. Und mach's zu. Set unlocked with 2222. So, falls jemand dann Lust hat, kann er sich die Tankstelle hier zu eigen machen. Genau. Und dann mal schauen, ne? Vielleicht starte ich auch mal direkt jetzt auf einem anderen Server oder so, aber hier auf dieser Base, auf diesem EU2-Server mache ich auf jeden Fall jetzt erstmal einen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Also,
und tschüss.